Also, vier Leute befreien in einer Reihenfolge, wie wir wollen. Wenn ihr selber mal Desperados 3 spielt und diese Mission, die achte ist es, glaube ich, spielt sie vielleicht anders als ich. Vielleicht habt ihr sie schon gespielt. Wir machen das mal so, wie uns gerade angeregt wurde, dass wir uns ja erstmal um John Cooper kümmern hier unten. Und auf dem Weg dorthin ein wenig die Herde ausdünnen. Wie kommen wir über diesen Fluss rüber auf die andere Seite? Hier sind Stege. Wir können wahrscheinlich auch ins Wasser gehen, hier hochklettern. Ach, einen Schritt nach dem anderen. Erstmal gucken wir, dass der hier, dass wir die beiden hier ausschalten. Mein kleiner Pix. Reicht die Gedankenkontrolle auf ihm ja, ne? Nee, das ist zu weit unten. Wir bewegen uns erstmal hier oben hin. Wir gucken mal, wie weit das... Oh Gott, was für ein Ferkel. Eigentlich müsste man sie von hier unten nicht sehen können, denke ich mal. Nur ein bisschen weiter. Nur ein kleines zwei. Irgendwelche Probleme? Nee, nichts. Ich schick sie auf die andere Seite. Genau, sag ich das doch. Das Boot und das Haus sind nicht zu überbrücken. Das tut richtig weh. Ah, es wurde Alarm geschlagen, ne? Wurde keiner geschlagen? Alarm klingt. Aber die Leute hier reagieren nicht. Wer brüllt denn da? Irgendwo ist eine Stimme, die brüllt irgendwas, aber ich sehe keinen. Wer soll denn das sein? Wer sucht denn hier? Ist das ein Bug? Niemand läuft hier herum. Ihr hört ja, wie die Stimmen schreien, ne? Wer soll das sein? Ich zuerst dorthin gehen. Kann sein, dass es ein Soundeffekt war, der ausgelöst worden ist, als einer der beiden uns entdeckt hat und dass die nur in dem Bereich Alarm geschlagen haben. Irgendwas in der Art, denke ich mal. Was Besseres gibt es nicht. Einmal heilen, bitte. Bin schon da. So, was ist der nächste? Hier kommen wir rüber. Hier können wir runterklettern. Raufklettern, dann den Stein fallen lassen, plumpsen lassen auf ihn. Zack, das können wir machen. Könnt ihr von der Seite aus uns beobachten, soweit nie und nimmer? Einmal voranschleichen. Okay, helfen wir dem Cowboy. Hier diese Idioten hier haben ihren eigenen kleinen Posten. Das wird wohl nicht fallen. Der guckt immer nur nach rechts rüber, bewegt sich ein bisschen. Die gucken nur nach unten zum Ziel und die können durch das Gebäude durch uns nie und nimmer sehen. Hier läuft ein einzelner Schläger immer hin und her. Kümmern wir uns mit ihm da zuerst, ne? Keine blöde Idee. Oh ja. Gefällt mir. Irgendwas. Ist die Zeit nicht wert. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Das ist heftig. Scheint zu klappen, ne? Du hast ein rotes Hemd an, du Idiot. Wie zum Teufel ist das passiert? Keine blöde Idee. Jetzt. Jemand muss das beseitigen. Was hast du gesagt? Ich hab dich nicht verstanden. Den kriegen wir einfach so. Wir müssen nur dessen gucken, wo der immer hier kommt. Ich kümmere mich drum. Er hätte uns fast gesehen. Verbindung. Eins. Mach Platz. Zur Hölle damit. Verbindung. Zum Rasieren scharf.
Sicher? Beide sterben? Der Schneider. Aufpassen. Auf geht's, Alarm. Männer. Diese Typen haben sich gut versteckt. Wer sie findet, bekommt ihre Sache. Ich weiß es. Verdammt nochmal, wo sind sie? Jetzt gibt's Alarm. Das ist natürlich nicht so schön. Hat jemand irgendwas gefunden? Sich in ewig versteckt. Aber der beste Weg, den Poncho-Träger auszuschalten. Wir müssen sie finden! Na los! Ihr dürft sie nicht entwischen lassen! Wer denn ist es? Bekommt diese Sache! Amox. Keine Sekunde zu früh, dass wir da raufgeklettert sind. Alarm ist wieder weg, ne? Nageln wir sie fest. Gedankenkontrolle? Nur ein bisschen Lungenschutz. Gedankenkontrolle. Wo bewegen die sich lang? Runter, bitte. Verteilen wir uns. Rein in das Gebüsch. Er schießt immer noch auf uns. Verdammter Narr. Bereit, Katze schippen. Na los. Los. Genau, sag ich doch. Ich schick sie auf die andere. Gar ein Stück. Innerhalb der Kuck-Reichweite. Wir müssen die Katze eine Idee woanders hinschicken, dann klappt das. Einmal ja, Verbindung hier. Jetzt wird's interessant. Der da. Zweite ein Verbindung hier. Peaks. Und der da. Hier runter. Hier rein, hier hin. Den hier immer beobachten. Irgendwo hier war ja ein Posten, ne? Das war der Posten hier. Außerhalb des Schraffierten. Beeilen wir uns. Die drehen ihre Runde, die laufen jetzt rauf. Jetzt gehen sie hoch. Er schießt immer noch auf uns, verdammter Narr. Jetzt. Hey, Süße. Katze rüberschicken. Na los. Los. Ich schick sie auf die andere Seite. Geh mit Papa, geh mit. Leiche aufheben. Leiche hier rein. Klar. Leiche aufheben. Wohin? Leiche hier rein. Hat geklappt. So. Der Poncho-Träger hat sie auch erwischt. 1, 2, 3 hier unten. Der rennt immer als Verbindung hin und zurück. Und schießt hier rüber. Der hier ist schwer zu erwischen. Ich hab dich nicht verstanden. Und den kommen wir aber hier vielleicht am Rand des Ufers hin, oder? Ich kann es nicht genau sagen. Wäre vielleicht möglich. Und per Gedankenkontrolle beide verbinden, einen töten. Und mit dem hier. Mal gucken. Irgendwas in der Art. Geh mit ihr hier mal rüber. Gucken mal, ob wir hier durchkommen. Wir bringen diesen Idioten unter die Erde. Wird man hier am Ja, es geht. Hier lang. Hier rein. Genau. Bei mir Giftpfeile, wenn ich noch mehr Marionetten machen will. Wie hoch sind wohl die Chancen, dass sie auf den? Kann sie auf den schießen? Nein. Erstmal auf ihn. Jetzt kommt der Kollege hier. Die werden nichts spüren. Ich mach's mal so. Vielleicht können wir ihn ja sogar abschießen. Nee, das ist Quatsch. Nee, nee, das machen wir nicht. Nee, das ist überhaupt Quatsch. Das ist alles Quatsch hier. Ja.
die ganzen acht, die Gedankenkontrolle. Hier sind zwei drin, die ist limitiert. Ich glaube, ich hab ihn. Also wir müssten nicht nur das hin, dass wir auch ihn verbinden. Da müssen wir nochmal oben. Oben rum. Hier lang. Bin schon da. Nochmal drum rum. Hier lang. Und in den Bereich. Oh, reicht ja. Das hier aus? Nur ein bisschen. Nein. Ich glaube, er hat mich getroffen. Alles ist rot. Katze? Rotes Hemd an, du hast zum Hund. Oh, oh, oh. Puh. Es ist halt auch ein bisschen tüfteln. Kleines bisschen tüfteln. Also ich glaube, die Idee, ihn hier als erstes Gedanke zu kontrollieren, ich glaube, ich weiß nicht. Also ihn zu töten ist ja kein Problem. Ja, wir machen es ganz simpel. So kann man es ja auch machen. Ich glaube, ich weiß wie. Jetzt weiß ich wie. Hierhin bitte mit ihr. Wir schalten ihn zuerst aus und die beiden anderen dann verbinden wir dann. Was ist das? Ich sehe dich, Arschloch! So redet man doch nicht mit einer Dame. Pfui. Allein dafür hat er schon den Tod verdient. Oh ja. Zur Hölle damit. Wir bringen diesen Idioten unter die Erde. Oh, sie kann tatsächlich schwimmen. Mir sehr cool. Wenn ich noch mehr Marionetten machen will. Wie auch sind wohl die Chancen, dass welche in dieser Kiste sind. Keine blöde Idee. So, und jetzt kommt der hier gleich rübergerannt, ganz aufgeregt. Nageln wir sie fest. So, und jetzt gehen wir mit ihr hier hin. Kein Mucks. Gedankenkontrolle. Hier. Einer. Die werden nichts spüren. Und noch einer. Wenn die dann nebeneinander stehen gleich. Ich glaube, ich hab ihn. Er schießt immer noch auf uns. Verdammt. Müssen nur einen der beiden töten. Der andere stirbt dann mit. Und die gucken ja, glaube ich, alle nicht rüber. Das sollte eigentlich klappen. Die beiden sind immer noch verbunden. Ich sage immer Gedankenkontrolle. Gedankenverbindung heißt es. Dungo Bungo. Jetzt erst gesehen, entschuldige. Danke für dein 2-Monats-Abo. Jetzt passiert's. Jetzt wird's interessant. Ach nein, ich habe auf den Bewegungsbefehl geklickt, statt auf den Angriffsbefehl. Mach Platz. Eine Seele für Papagere. Was? Oh, wir wurden doch gesehen von der anderen Seite. Von wem? Ja doch, ich dachte, der wäre total kontrolliert. Hier hinten hin. Das hätte ich nicht gedacht. Also das klappt nicht. Okay. Dann müssen wir das anders lösen. Jetzt guckt er darüber. Ah, wir müssen uns an seinen Rhythmus gewöhnen. Meine Ohren klingeln. Was hast du gesagt? Ich hab dich nicht verstanden. Das ist aber doof jetzt. Wir können natürlich ins Wasser, wir können schwimmen, aber wenn wir die einen von den beiden töten, vielleicht töten wir sie doch am Ende erst. Hey, lass uns abwarten, bis das Boot sinkt. Wir bringen diesen Idioten unter die Erde. Weil er hier verhindert, dass wir die Erde bewegt sich ja nie, der Poncho-Träger. Und er guckt auch nie. Er geht immer hier rauf und hin. Er ist doof.
Wir probieren mal was aus. Wir gucken mal, ob wir auf die andere Seite kommen. Mal sehen, was sich machen lässt. Aha. Das heißt, wenn wir nicht schleichen... Wir müssen schleichen, sonst werden wir erwischt, wenn wir rüber auf die andere Seite gehen. Okay. So, jetzt. Bin schon da. Was denn? Ach, er sieht auch doch so weit. Er sieht uns auch, wenn wir über die Brücke gehen. Tatsächlich. Da müssen wir ins Wasser gehen und schwimmen. Das geht doch. Und zwar hier hinten. Was sich machen lässt. Hier können wir doch sicher auch ins Wasser gehen. Ich hab ihn, Casey. Ich glaub, ich hab ihn. Dann schwimmen wir hier rüber. Kann sie vom Wasser aus? Ich kümmere mich drum. Viel brauche ich nicht. Oh Mist, Casey. Ich glaube, er hat mich getroffen. Alles ist wieder gut. Ins Wasser, bitte. Du hast ein rotes Hemd an, du Idiot. Nur ein bisschen. Wer bist du? Nein. Nein, 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 nein. Also auf die andere Seite zu gehen, würde ich... Finde ich immer noch eine gute Idee. Keine blöde Idee. Kommen wir hier hinten an... Ach, hier kommen wir ja auch ins Wasser. Auf die Insel drauf. Das ist ja super leicht. Hinten rum einfach. Ja, sehr schön. Hier hin. Hier ins Gebüsch schon mal rein. So. Einer. Da bist du, Casey. Ich glaube, er hat mich zwei. Getroffen. Alles ist rot. Beeilen wir uns. Ihn sollten wir eigentlich problemlos und schnappen und dann ins Wasser entsorgen können. Das sollte klappen. Da bist du, Casey. Ich glaube, er hat mich getroffen. Alles ist rot. Kümmern wir uns ums... Was wir sehen uns auf der anderen Seite. Oh, Mann. Wer hat ihn gesehen? Er hat ihn gesehen. Wir müssten ihn hier hinten erwischen. Ich glaube, er hat mich getroffen. Alles ist okay, machen wir das so. Dann schicken wir die Katze hier hin. Ab mit dir. Ich kümmere mich drum. Kleiner Mäuse, ich kümmern wir uns ums... Er hat die Ohren schnell. Kommt sofort. Was? Und so. Ganz knapp. Also, ganz, ganz knapp. Im Prinzip geht's so. Im Prinzip geht's so. Mal sehen, was sich machen lässt. Da bist du, Casey. Ich glaube, er hat mich getroffen. Alles ist rot. Du bist aber süß. Zum Rasieren. Halt die Ohren schlafen. Ist doch nur ein bisschen Blut. Keine blöde Idee. Meine Ohren klingeln.
Haben wir Glück. Im schraffierten Bereich nur. Wir können die Leiche hier liegen lassen. Boah, haben wir Glück. Das darf nicht wahr sein. Einer ist weg. Einer ist weg. Puh. Puh, puh, puh. Das war genau die richtige Stelle. Jetzt sind es noch die drei hier und der vierte, der hin und her rennt. Diesen verbunden. Er guckt auf ihn. Bin schon da. Hierhin, einmal Gedankenkontrolle hier. Hier ins Wasser. Kein Problem. Außen rumschwimmen. Hier runter. Uns um den hier kümmern. Hier hin. Eine Gatling, hm? Hat kurzen Prozess mit dem kleinen Boot gemacht. Vielleicht sollten wir sie ihre eigene Medizin schmecken lassen. Ich glaube, ich habe ihn. Speichern. Wenn er auf die andere Seite läuft. Bereit, Stella. Er rennt hier hin. Jetzt guckt er nach rechts. Und jetzt rennt er rüber. Diesen verbunden und wenn er gleich losrennt. Kümmern wir uns ums Unkraut. Keine blöde Idee. Dann führen wir den Befehl durch. Ziemlich übel. So, jetzt. Nur ein bisschen Blut. Die zwei. Er guckt nicht mehr hin. Die fallen natürlich irgendwann auf. Wir müssen am besten beseitigen wir erstmal in Ruhe die Leichen. Das wird das Einfachste sein. Bereit. Wohin? Los geht's. Da bist du, Casey. Ich glaube, er hat mich getroffen. Alles ist rot. Ist doch leicht. Mucks. Das ist das Leichteste. Jetzt bleiben noch drei übrig. Zwei können wir immer miteinander verbinden. Meine Ohren klingeln! Was hast du gesagt? Ich hab dich nicht verstanden. Ihn als Ersten, dann die beiden verbinden in der Art, denke ich mal. Das könnte funktionieren. Kann man die Gatling benutzen? Wahrscheinlich ja, aber dann fahren wir auf John Cooper. Was haben wir davon? So, jetzt kommt er rüber. Gerannt. Jetzt schleichen wir uns irgendwie an ihn ran. Ich würde ungern noch mal eine Gedankenkontrolle verschwenden. Das können wir nachher noch machen. Jetzt hantiert er hier rum. Kein Problem. Hey, warum benutzen wir nicht die Gatling? Geh mit Papa. Kommt sofort. Ich kümmere mich drum. Erwischt. Geht klar. So, jetzt sind es nur noch die beiden, die verbinden wir per Gedankenkontrolle. Einer der beiden wird gekillt. Und das war's dann. Das heißt, mit ihr ein Stückchen hier vor. Die werden nichts spüren.
Dann wieder ins Wasser. Bin schon da. Hier oben hin. Oben rum. Da bist Casey. Ich glaube, er hat mich getroffen. Alles ist rot. Ja, da oben kann man zwei Gedankenkontrolle holen, Jette. Das ist richtig. Hatten wir eben auch gesehen, nur war ich eben noch irgendwie zu faul oder so, das zu machen. Genau, sag ich doch. Sind die Gedankenkontrollen? Jetzt haben wir drei. Offenbar ist der Takt nicht so schlecht. Ich schick sie auf die andere Seite. Was zum? Lieber noch weiter schneiden. Jetzt hab ich dich. Hoppla, warum hat das denn nicht geklappt? Ach, weil wir die Gedankenkontrolle vergessen hatten, deshalb. Entschuldigt. Erst Gedankenkontrolle, dann töten. Das war die blanke Mordlust bei mir. Sieh sich das einer an. Offenbar ist der Tag doch nicht so schlecht. Was hast du gesagt? Ich hab dich nicht verstanden. Nehme sie fest. Und der da. Kein Mucks. Kümmern wir uns ums Unkraut. In Ordnung. Wer auch immer da draußen ist, wir treffen uns an Deck. Klasse. Sehr schön. Prima. Und John? Hier oben hin? Dann können wir ihn befreien. Hier müssen wir laufen. Oder schwimmen. Loser Fels. Den haben wir doch schon benutzt. Kistenscharte. Käfigschlüssel. Den haben wir bei uns. Da ist gut. Das ist der nächste Schritt. Irgendwie rüber schwimmen ins Wasser. Gefällt mir. Eine zweite Kiste? Ja, da ist Munition drin. Du meinst hier links, die kann sich John Cooper holen. Sie sind also diejenige, die ich auf diesem Vorsprung gesehen hatte. John Cooper. Sie haben gute Augen, Mr. Cooper. Isabel Moreau. Nun, vielen Dank für die Hilfe, Miss Moreau. Kommen Sie, wir reden unterwegs. Ja, wir machen uns besser auf den Weg. Einige Ihrer Freunde sind noch immer gefangen. Schön. Sehr, sehr schön. Ziel haben wir geschafft. Hier ist der Doc. Wie weit ist er entfernt? Es geht so. Das wäre irgendwie naheliegend. Die Munition hier holen. Dann hier rüber. Nächster Schritt könnte dann sein Kate. Hier oben. Und auf dem Weg vorher vielleicht noch Hector. So könnte man es machen. Sollen wir das mal so probieren? Beeilen wir uns. Er hat auch seine Muni. Ach, und er hat sogar noch volle Muni. Alles gut. Klare Sache. Und wir holen mit ihm erstmal da. Ach, noch mehr Munition kann er gar nicht auf sich nehmen. Das geht ja nicht auf Vorrat. Also. Das sind ja hier unten. Hier unten irgendwie hin. Hier rein und dann die Herde ausdünnen, wie es so schön heißt. Ab ins Wasser, rüberschwimmen. Dann noch ein paar Leute meucheln. Kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles gebacken. Sehr schön designte Mission, finde ich. Gerade, weil man die immer wieder anders machen kann. Gefällt mir richtig gut.